Captain, hier spricht Rear Admiral Norbank. Sie haben sicher schon von mir gehört. Als Kommandant der Verteidigungsflotte des Noah-Systems bin ich Ihr Vorgesetzter. Sie müssen sich nicht schämen, weil Sie vor den Raptoren geflohen sind. Es überrascht kaum, dass jemand mit so begrenzter Erfahrung wie Sie nicht mit ihnen fertig wurde. Die Raptor-Piraten konnten einen unserer Frachter kapern und fliegen zu einem bislang unbekannten Wurmloch. Von dem aus sind sie auch in unser System eingedrungen. Ausgehend von ihrer aktuellen Flugroute glauben wir, dass sich das Wurmloch bei diesem Planetoiden befindet. Sie haben einen ziemlichen Vorsprung, aber der Frachter hemmt die Geschwindigkeit. Nur unsere Zerstörer können sie abfangen, bevor sie in das Wurmloch fliegen. Lassen Sie nicht zu, dass unsere Crew versklavt wird. Ihre Aufgabe ist einfach. Eskortieren Sie die Zerstörer und bringen Sie die Prätorianer ins Zielgebiet. Unter normalen Umständen würde ich Sie für so etwas nicht einsetzen, aber ich habe keine Wahl. Nur Ihr Schiff hat die für diese Aufgabe benötigte Größe und Schnelligkeit. Die Rome wird Ihnen folgen. Sie müssen sie nur eine Weile aufhalten. Wir übernehmen, wenn wir eintreffen. Ja, und somit hallo und wir sind zurück zu Nexus, der Jupiter-Inzident mit unserem ja, etwas arroganten Admiral, behaupte ich mal. Mal schauen, ob wir den beweisen können, dass wir doch ein bisschen Erfahrung mitbringen. Kurzer Blick in die Konfiguration, der ist deswegen kurz, weil wir in dieser Mission nicht sehr viele Punkte haben, nur 6 Ressourcenpunkte. Und wir haben auch nicht wirklich Upgrades zur Verfügung, das heißt, wir sind mehr oder weniger auf dem neuesten Stand der Technik. Das Einzige, was wir machen können, ist den ein oder anderen Punkt hier ausgeben, um zum Beispiel noch die Slots zu füllen. Wobei, hier haben wir auch gar nichts. Genau, die Elektronikzellen, da können wir noch was einbauen. Da, glaube ich, haben wir nur noch immer den Backup-Generator. Aber ich würde sagen, Energiezellen haben ja Effizienz 1, Elektronenzellen haben Effizienz 2 und die Elektronenzellen kosten 2 Punkte. Das heißt, wir werfen die hier raus und ersetzen die eben mit Elektronenzellen. Dann haben wir ein bisschen mehr Energie. Den Datenscanner, das ist auch immer so ein Kandidat, den gegen was anderes auszutauschen, gegen eine Waffe oder ähnliches, aber den möchte ich für den Moment mal behalten. Ich glaube, nämlich in der Mission gibt es auch ein Bonusziel, da kann man was scannen und ja, warum nicht? Und die 2 Punkte, naja, es wäre schon ganz praktisch, ein bisschen mehr Waffen haben, aber ich bin recht zuversichtlich, dass wir die Mission auch so schaffen sollten. Captain Cromwell, die Raptor-Piraten entfernen sich von dem Frachter und wollen fliehen. Das Schiff bewegt sich immer noch auf das Wurmloch zu. Wir kümmern uns um die Piraten, sie stoppen den Frachter. Zerstören Sie einfach die Maschinen. Das sollte keine Probleme bereiten. Ich weiß, wie man ein Schiff stoppt. Meinen Sie, Captain sei ein Spitzname? Entschuldigung, Sir. Ich wollte nicht arrogant klingen. Bitte warten Sie bei dem Frachter auf uns. Wir sind in einer halben Stunde da. Viel Glück! Ja, so, kurze Situationsanalyse. Viel gibt es eh nicht zum Sehen. Hier unsere 2 Begleiter entfernen sich, jagen den Piraten hinterher. Da ist die Bessie und die müssen wir aufhalten. Ja, idealerweise einfach die Antriebe ausschalten. In dem Fall das Primär- und Sekundärtriebwerk. Werden wir gleich mal anvisieren. Wir allerdings haben nichts, um das gezielt auszuschalten. Da werden wir, glaube ich, unsere Fighter schicken, respektive, das haben wir uns jetzt gar nicht genau angeschaut, haben wir ja hier auch Prätorianer bekommen, Gunboats. Sehr schnelle, starke, wendige Raumschiffe, ausgestattet mit starken Waffen. Gelenkt von... Na, Pop-up. Cyber-kontrollierten Raptoren, etwas größer als die Kampfschiffe der Menschen. Ja, und die werden wir jetzt direkt da losschicken. Verstanden. In der Hoffnung, wir haben das Wurmloch auf dem Bildschirm. Dass die
die Bessie aufhalten können. Da sind sie auch schon raus. Wir fliegen ja trotzdem hinterher. Wir müssen die Einheiten ja dann irgendwann wieder aufnehmen. Und vor allem kann man sich ja denken, dass es nicht dabei bleiben wird, dass wir hier die zwei Triebwerke ausschalten und die Mission ist fertig. Ein bisschen was kommt da schon noch. Von dem her sollten wir uns da tendenziell in die Nähe begeben. Hier ist das Wurmloch, in das die Bessie gerade fliehen will. Wie schaut es da mit den Distanzen aus? Ich hoffe, das passt noch. Okay, wir bald auch. 20.000. Nehmen Sie die Krebsformation ein. Das wird mir nicht angezeigt, wie weit das weg ist, aber sollte schon passen. Verwechsel aber diesmal deinen Port nicht mit Steuerbord, Steve. Ja, die machen guten Schaden. Das sollte relativ schnell gehen. Und da kann man sie direkt wieder reinholen für den Moment. Zielgerät deaktiviert. Ich werde jetzt mal ein bisschen Energie sparen. Wir haben Raptorschiffe entdeckt. Warnung. Ein Hinterhalt? Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Wir müssen den Frachter stoppen. Aktiviert. Ah, ja. Jetzt töte ich dich, du Wurm. Zack, ich kriege dich. Warnung. Gut, haben wir Besuch bekommen. Die Tornado, die Crusher und wirklich noch ein Schiff. Die gehen gerade auch auf unsere Fighter los. Die werden wir trotzdem noch draußen lassen. Bis hier die Triebwerke kaputt sind, nicht nur deaktiviert, sollte gleich soweit sein. Und wir inzwischen kümmern uns einfach um das nächstgelegene Schiff. Heißt, in dem Falle ist das vermutlich eh die Tornado. Nehme ich an. Wir sind so nah beieinander, im Prinzip ist es fast egal. Und die haben ja die Schilde oben. Entsprechend werden wir schauen, dass wir die Schilde runterbekommen. Du hast Angst. Ich schieße dich an, Flieger. Flatter, flatter, bumm, ja. Positiv. Wir haben es geschafft, Sir. Die Bessie wurde gestoppt. Warnung, wir werden angegriffen. So, dann holen wir unsere Fighter mal wieder zurück, in der Hoffnung, dass sie alle überleben. Wenn wir ein bisschen Glück haben, dann ja. Dann können wir sie mal reparieren. Wir haben ein Kampfschiff verloren. Ach, leider nicht ganz. Eins haben wir eingebüßt. So, auf die Tornado schießen wir hier. Ja, ist okay. Theoretisch sind die Fighter schon drin. Jetzt sind sie drin. Warten wir mal, bis sie repariert sind. Ausweichmanöver, zurückfallen. Und ihr seid dran, Gaben. Alle Waffen, Feuer! Direkter Treffer! Wir haben ihn! Irgendwie wollen unsere Fighter gerade nicht reinkommen. Vielleicht schaffen sie es nicht. Eventuell können wir kurzzeitig mal halten. Vielleicht geht's dann. Blaukopf. In Position. Kampfschiffe! Ich lasse mich zurückfallen! Ich habe schon einiges gesehen, aber diese Raptoren... Haben wir sie jetzt drin? Ich glaube, jetzt haben wir sie drin, oder? Ja. Okay, also. Verfolgen wir weiter die Tornado. Moment, das wollte ich eigentlich nicht, sondern wir schießen ja auf die Tornado, hoffentlich nach wie vor. Nicht ganz. So. Und die sind relativ stark, die könnte man direkt auf die nächste losschicken. Genau, hier sehen wir schon den Schildgenerator. Ja, du würdest auch so fliegen, wenn dein Kopf mit Drähten vollgestopft wäre. Formation da! Hinter dir! Okay. Lieutenant, was ist mit Ihrem Signal? Etwas stört die Übertragung. Wir können die Quelle noch nicht ausmachen. Es kann sein, dass die Erzvorkommen des Planetoiden Interferenzen erzeugen. Sir, wir haben den Funkkontakt zu den Zerstörern verloren. Okay, noch passiert da nicht viel bei der Darkseid. Mit unseren Raptoren. Ah, jetzt geht's ein bisschen runter. Jetzt geht's sogar sehr schnell runter. Sehr schön. Wie geht's unseren Schilden? Die sind noch fit. Ich bleibe noch beim Energiesparen. So, die Tornado haben die Schilde auch schon ordentlich
weg. So, jetzt hat die Darkseid die Schilde verloren. Ist die Frage, ob man deren Torpedo spendiert. Ich versuch's mal ohne. Machen wir die Gatling Guns. Ein bisschen extra Energie auf die Waffen. Beziehungsweise können wir die... Jawohl, feuern wir weiter auf die Tornado. Das passt schon. Die holen wir aber wieder rein. Positiv. Zum Reparieren. Oder wackelt es ordentlich. So, Darkseid ist deaktiviert. Dann können wir eigentlich uns das Schießen sparen. Haben wir doch Torpedos gefeuert. Schaut so aus. Hab nicht gesehen, wie viel wir hier vom Start weg hatten. Aber ist okay. So, Fight. Da bitte wieder rein. Ich glaube, es sind alle drinnen. Na, der noch nicht. Wenn wir mal kurz... stoppen. Ja, Sir. Dass sie rein können. Jetzt sind sie, glaube ich, drinnen. Okay, dann verfolgen wir weiter die Tornado. Auf die wir auch schießen, bitte. Und wenn die Fighter repariert sind, dann auf die Crusher. Und bei der Crusher haben wir auch den Schild. Deaktivieren. Wir können ja sonst den Torpedo-Einsatz mal verbieten. Dann riskieren wir nicht, dass da alles leer geschossen wird, ohne dass ich es will. Schießen wir doch wieder auf die Crusher. Habe ich die falsche ausgewählt? Kann das sein? Das ging relativ schnell. Dann Gatling Guns. Ja, ein bisschen Energie spendieren. Das sollte genügen. Die dürfen wieder nach Hause. So, Crusher ist, glaube ich, auch deaktiviert, oder? Schaut so aus. Sehr gut. Dann... ja, denen geht es eigentlich noch relativ gut, würde ich sagen. Gehen wir hier auf die Schilde los. Offensichtlich schaffen wir es ja alleine nicht. Also wirklich sehr, sehr starke Fighter. Wenn die mal treffen, dann macht es einen ordentlichen Ruck nach unten. Jetzt, wo nur mal ein Schiff übrig ist, sind sie auch kaum gefährdet, runtergeschossen zu werden. So, so oder so dürfte der Schild gleich unten sein. Na, beginnt eh schon automatisch zu schießen. Sehr schön. Ich glaube nicht, dass wir sie zerstören müssen. Das war das genau, letzte, Sir. Das genügt. Wir haben gewonnen. Sir, darf ich vorschlagen, zum Frachter zurückzukehren und auf die Zerstörer zu warten? Genau, das war jetzt, glaube ich, der Teil, wenn ich mich richtig erinnere, konnte man jetzt noch das Wurmloch scannen, bevor man zurückkehrt. Und das ist so ein Bonusziel. Sollen wir direkt machen. Positiv. Na, ist schon gut. Brauchen wir nicht mehr schießen. Alles fit. Irgendwie lässt er sich gerade nicht nehmen. Kann ich die nicht deaktivieren? Feuer einstellen, irgendwie sowas, Position halten, bewachen. Schießt auf den Frachter? Wieso schießt man auf den Frachter? Das... feindliche Einheit zerstört. Verstehe ich gerade ehrlich gesagt überhaupt nicht. Bitte stopp.
Feindliche Einheit zerstört. Keine Ahnung. Zwei unbekannte Objekte nähern sich, Sir. Das müssen unsere Zerstörer sein. Sir, das sind Raptoren. Feindliches Schiff identifiziert. Unbekanntes Objekt. Da kommen nochmal Gesellschaft. Feindliche Einheit zerstört. Sir, wir sind stark in der Unterzahl. Wir haben keine Chance. Warnung. Feindliches Schiff identifiziert. Feindliches Schiff gefunden. Warnung. Wir werden angegriffen. Okay. Machen Sie Platz, Captain. Jetzt können Sie mal sehen, wie große Jungs kämpfen. Ja, jetzt verstecken sich die Echsen wieder unter ihren Steinen. Sie müssen mir nicht danken, Captain. Ja, die Kavallerie hat uns gerettet. Mich würde eher interessieren, warum wir da auf die Betsy geschossen haben. Und, okay, doch kein sekundäres Ziel. Ich dachte, da gab es ein sekundäres Ziel, das Wurmloch zu scannen. Habe ich mich wohl getäuscht. Oder vielleicht scheint es nur auf, wenn man es wirklich gemacht hat. Ja, so oder so, wir haben es geschafft. Leistung. Genau, jetzt haben wir so ein Crew-Level-Upgrade bekommen. Wobei ich gar nicht genau weiß, was das bedeutet. Eine gute Frage. Muss ich da mal im Wiki nachschauen. Sollte man auch vielleicht öfter reinschauen. Ich dachte, da gibt es nur Medaillen. Habe ich früher auch immer ignoriert, diesen Tab. Ja, gut. Sollen wir noch eine Vorschau machen aufs nächste Mal? Ja, ich würde sagen, die Folge war jetzt doch relativ kurz. Schauen wir, was da noch auf uns zukommt. Es gibt schlechte Neuigkeiten, Marcus. Admiral Andersons Versuche, die Sicherheit des Wurmlochs zu bestätigen, das zur Erde zurückführt, sind fehlgeschlagen. Beide seiner Sonden sind verschwunden und von dem eingesetzten Aufklärungsschiff haben wir nichts mehr gehört. Ich fürchte, die andere Seite hat Probleme. Wir müssen rausfinden, was zu Hause los ist. Wir können nicht bloß hier rumsitzen und Däumchen drehen. Rob, ich fliege zurück. Bleib locker, Marcus. Wir müssen handeln, okay. Aber willst du das Schiff und das Leben unserer Crew aufs Spiel setzen? Es muss eine andere Lösung geben. Das ist der einzige Weg? Und weißt du was? Wenn die Mechanoiden dahinter stecken, hat die Angel Wing als einziges Schiff eine Chance. Ich werde über alles Bericht erstatten. Ich schätze, du hast recht. Eigentlich möchte ich nicht, dass du so ein Risiko eingehst. Aber unter diesen Umständen muss ich es zulassen. Hoffentlich ist das Glück auf deiner Seite. Gut, also geht's nächstes Mal zurück nach Hause. Mal schauen, was uns da erwartet. Zumindest sind wir diesmal ein bisschen besser ausgestattet, dank der Angel Wing, wie das letzte Mal. Also hoffe ich mal, da haben wir eine Chance, auch wenn uns da etwas größere, stärkere Gegner begegnen sollten. Dann wünsche ich alles Liebe, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, vielen Dank und Baba.